Heute, was geht ab, Leute? Hier? Wir fangen das Video zum zweiten Mal an. Diesmal mit Sierra. Denn ich glaube, vorhin ist die Kamera hängen geblieben. Leider nicht shiny. Heute ist nämlich Donnerstag und spezialforschungstechnisch sind wir fertig mit den Stops drehen. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Rocket-Rüppel besiegen. Habe ich euch aber eigentlich schon alles erzählt. Und man musste 6 oder 7 super effektive Ladeattacken landen. Ich habe es euch am Anfang des Videos gezeigt. Ist ein komischer Bug. Zwar ist es so, falls du eine effektive Ladeattacke landest, dann ist irgendwie alles zählt dann als super effektiv. Sogar Nicht-Ladeattacken zählen als effektive Ladeattacke. Ja, und dann haben wir die Quest auch erledigt und jetzt müssen wir noch 4 Rüppel besiegen. Und dann können wir heute, glaube ich, auch Zapdos abholen. Seht ihr das, Leute? So viele Leute warten und kein Mensch drückt da drauf. Jedes Mal dasselbe. Keiner von denen drückt drauf. Was geht, Leute? Hunger. Es ist der nächste Morgen. Gestern war so ein toter Tag. Ist nichts Schlimmes passiert oder so. Ich war einfach nur so down und unmotiviert. Echt nicht mehr normal. Wir haben die Spezialforschung noch nicht erfüllt und noch keinen Zapdos abgeholt, denn ich habe vergessen, dass wir nochmal alle 3 Bosse besiegen müssen. Und ja, ich habe nur einen besiegt, weil das sind ja sozusagen 18 Rüppel, die man besiegen muss, um jeweils immer den Radar zu bekommen und dann den Boss nochmal herauszufordern. Hatte ich voll vergessen, dass das auch eine Stufe ist. Vor allem, weil ich Arlo und Cliff schon bereits komplett ausgeblendet habe und eigentlich nur noch Sierra mache, weil mir da noch Shiny Sneeble Crypto fehlt. Aber ja, ich habe jetzt gestern noch einmal Cliff gemacht, habe den Radar, glaube ich, nochmal voll. Muss jetzt nochmal einen von den anderen 2 finden und dann nochmal den Radar aufbauen und dann nochmal besiegen. Sprich, vielleicht heute, vielleicht auch nicht. Denn wie gesagt, ich war gestern so unmotiviert. Das Gefühl habe ich zwar schon länger, allgemein im Leben momentan, nicht nur wegen Pokémon Go. Aber ich glaube, das war echt gestern mein Tiefpunkt. Viele fragen mich immer, Euda, wie lange spielst du schon, seit wann spielst du schon? Gab schon eine Phase, wo du keinen Bock hattest und so, gar nicht gespielt hast. Und nee, ich habe immer gespielt, jeden Tag, seitdem das Spiel draußen ist. Und ich hatte immer Bock. Gestern war der erste Tag, wo ich keinen Bock hatte. Das war echt heftig, ich bin nicht mal 5 Kilometer gelaufen. Ich habe gerade mal so genug Geschenke gesammelt für alle. Keine Ahnung, was los ist. Winterdepression wahrscheinlich. Vor allem habe ich noch davor gesagt, vor dem Winter, yo, jetzt im Winter wird es abgehen. Mal reden die ganze Zeit machen, weil jeder demotiviert ist und so. Und am Ende bin ich selber einer der Demotivierten. So darf das nicht weitergehen. Gestern Abend hat das Event angefangen, Entwicklungsevent. Was soll ich sagen? Erstmal Quests. Was gibt's? Es gibt eine Quest, wo man 3 Sonderbonbons bekommt, indem man einen Barschel entwickelt. 100 Bonbons und laufen? Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Barschel entwickelt, aber jetzt ist zu spät. Sonderbonbons übrigens auch wieder zurück für die Firma Rates, hat Niantic wieder angepasst, da es eine Menge negativer Feedback dazu gab. Also ja, sollte wieder normal sein. Fangen so und so viele Pokémon für die ganzen Entwicklungs-Items. 5 Polygon für Upgrade, 5 Fleckmon oder Corpsel für die Klone und so weiter. Gute 7 Eier für den Sinnohstein. Ich hätte den Sinnohstein gerne gejagt, um da die ganzen Klamux-Bonbons und so weiter, Traumvogel-Bonbons, Griffel-Bonbons loszuwerden. Aber 7 Eier werde ich nicht brüten. Was interessant ist, es gibt die Module Magnet, Moos und Eis, Gletscher. Aber dafür musst du 5 Raids gewinnen. Ist schon nicht umsonst, aber sehr interessant, dass das mal verschenkt wird sozusagen. Eine Belohnung ist. Sehr, sehr interessant. Entwickle 10 Pokémon für Burmy, für die ganzen Shiny-Jäger und 100er Jäger. Und auch noch relativ interessant ist, entwickle ein Pokémon mit einem Item und daraus gibt es die Muschel. Wie heißt die nochmal? Nicht Muschas. Die andere Muschel. Perlu. Auch interessant. Ich habe 100er. Problem ist, ein 200er bringt mir nichts, denn die Entwicklung ist random. Wenn ich 200er habe und beide sich zum selben entwickeln, ist relativ sinnlos. Siege 3 Rocket-Bosse. Das ist auch interessant. Für einen Einerstein. Aber Rocket-Bosse heißt sozusagen 18 Rocket-Rüppel müsstest du dafür besiegen. Plus die Rocket-Bosse, also 21 für einen Stein. Oder 3, wenn man die alle gleichzeitig macht. Also um ehrlich zu sein, werde ich davon nichts jagen, außer die Burmy-Quest. Der Rest interessiert mich jetzt nicht so oder ist nicht wirklich erfüllbar. Raid-technisch sieht es schon anders aus. Rassler Level 1 interessiert mich nicht, Barschel interessiert mich nicht. Die 3 Burmy auf der Jagd nach 100er und oder Shiny. Wobei die natürlich auch erhöht spawnen und ja, durch die Map, check die Map ab, Link ist unten in der Beschreibung, sind 100er Burmys nicht ausgeschlossen. Level 2, Schlurp, okay. Tangela ist interessant, den werde ich auf jeden Fall jagen. Denn 100er Tangela fehlt mir noch.
Electek, Yanma und Flunkiefer. Flunkiefer, jeden, den ich je sehe, mache ich. An der neuen Arena natürlich. Dreier. Und was ich noch hinzufügen würde, ist sehr interessant. Beim letzten Event gab es ja 16 Dreier. Und jetzt haben die es halt reduziert. Bisschen übersichtlicher. Macht ein bisschen mehr Sinn, irgendwas Bestimmtes zu jagen, denn die Chance ist relativ hoch. Zum Beispiel hier bei Einsern. Die Chance ist ja relativ hoch, dass eine der Sachen kommt, die ich brauche. Denn 3 zu 5 ist ganz okay. 2 zu 5 bei den Zweiern, also geht schon. Und bei den Dreiern ist es halt 1 zu 4. Onyx ist noch am Start und Sichtlor und Porygon. Dann Vierer, Alola, Knogger immer noch. Togetic, Despota, Stardust und Exadrill. Weiß gerade nicht, wie der auf Deutsch heißt. Der Maulwurf-Entwicklung halt. Sehr interessant. Könnte man rein theoretisch auch jagen. Muss mal schauen, zu wie viel man den machen kann. Und falls jemand vielleicht Interesse hat, dann den jagen. Und dann natürlich Terrakium immer noch am Start und Regigigas. Abgesehen davon nicht vergessen, Lockmodule halt eine Stunde. Und fürs Entwickeln gibt es Doppel-EP. Mit Glück seid dementsprechend natürlich vierfach EP. Sprich, ihr könnt alle eure Bonbons fürs Entwickeln verwenden. Es sind auch eine Menge Sachen erhöht, wie zum Beispiel eben die Burmi, aber auch eben die ganzen Entwicklungssachen, die halt mit den ganzen Entwicklungssteinen sich dann entwickeln. Das ist echt eine Menge am Start. Was vielleicht interessant ist für mich, zum Beispiel Schnäppke, würde mir noch Shiny fehlen. Und Magma, 100er, wenn es erhöht ist, kann ich mir einen 100er Magma gönnen. Magbrand sozusagen. Sogar Dragonier ist erhöht. Gönnt euch davon ein paar Bonbons. Und hoffentlich motiviert mich dieses Event ein wenig, denn gestern war wow. Ich war noch nie so low, ich hatte noch nie so wenig Bock auf dieses Spiel. Aber neuer Tag, neue Motivation. Das war's von mir, Leute. Schreibt nur in die Kommentare, wie ihr dieses Event findet. Worauf freut ihr euch? Worauf was werdet ihr jagen? Worauf werdet ihr euch fokussieren? All das unten in den Kommentaren. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.